Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Am Samstagabend, den 23.03.2024, kam es gegen 19 Uhr auf der Landesstraße L1187 zwischen Glemsig und Leonberg zu einem folgenschweren Unfall. Ein 72-jähriger Audi-Fahrer war unterwegs auf der Landesstraße in Richtung Leonberg und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und den Witterungsverhältnissen auf die Gegenspur, wo er mit dem Corsa einer jungen Frau kollidierte und anschließend noch mit einem weiteren Audi kollidierte. Durch die vorausgegangene Kollision mit dem Audi des Rentners wurde der Opel Corsa gelenkt von einer jungen Frau auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, blieb dort quer zur Fahrbahn stehen. Ein zeitgleich ankommender BMW in Gegenfahrtrichtung konnte die Kollision nicht mehr verhindern und krachte in das Fahrzeug. Dabei wurde die Opel-Fahrerin schwerst verletzt. Auch der BMW-Fahrer und seine Mitfahrerin wurden bei der Kollision mit dem Opel dann schwer verletzt. Des Weiteren wurden noch 3 Personen leicht verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren in großer Anzahl vor Ort. Die Verletzten wurden alle in umliegende Kliniken gebracht. Die Straße blieb bis zu 5 Stunden gesperrt. Weitere und ausführlichere Informationen findet ihr wie immer unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Eigentlich waren es nur die zwei Autos. Ja, und der da rechts. Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.